Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Hochbeete in Edelrostoptik sind immer mehr im Kommen, richtig im Trend und ich habe jetzt auch ein Hochbeet aus Edelrost und zwar das Hochbeet Optimus von Garten Online. 200 x 75 cm ist das Ganze groß und heute geht es in diesem Video um den Aufbau und Lieferumfang, um die Befüllung und Bepflanzung. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, hier sehen wir auch schon den Lieferumfang und zwar vier Wände, vier Winkel, ganz viele Schrauben, dann zwei so Klammern und eine Kette in der Mitte. Das einzige, was von uns dazu kommt, ist ein Schraubenschlüssel und natürlich ein Akkubohrer oder Schraubendreher, in unserem Fall ein Akkubohrer. Hier seht ihr schon mal ein altes Hochbeet von uns. So sieht die Befüllung dann aus, wenn jemand mal abgesackt ist. Heute befüllen wir das Hochbeet aber natürlich komplett neu. Erstmal geht es jetzt an den Aufbau. Dafür stellen wir das erstmal in der Mitte vom Rasen auf, damit wir einfach Platz haben für den Aufbau. Und dann stellen wir das nachher an die richtige Stelle. Schwer ist das Ganze nicht. Das kann man einfach aufbauen und dann noch verstellen, so wo man das dann hinhaben möchte. Wir fangen an, die erste Wand steht und dann hole ich mir mal eben den ersten Winkel. Die werden dann jeweils immer mit vier Schrauben von jeder Seite an die Wände angebracht und so hält das Ding dann sehr gut zusammen. Ja, Hochbeete aus Edelrost. Ich habe schon gesagt, die Hochbeete, die sind echt im Trend. Warum? Das ist ganz einfach. Und zwar haben die eine unglaublich lange Lebensdauer, viel mehr als Holz. Und dieser Edelrost, der ist auf natürliche Art und Weise entstanden. Durch Salz, Wasser, Speiseessig, also durch ganz natürliche Zutaten ist diese Rostoberfläche gewonnen. Und was für viele Hobbygärtner interessant ist. Deswegen holen sich sicherlich auch die meisten Hobbygärtner so ein Edelrost-Hochbeet. Schnecken kriechen diese Oberfläche nicht hoch. Diese Edelrostoberfläche, die ist ja sehr rau, sehr rostig und das mögen die Schnecken überhaupt nicht. So hat man sichergestellt, dass eigentlich so gut wie keine Schnecke auf natürliche Weise in dieses Hochbeet gelangt. Natürlich kann es sein, wenn das irgendwie angrenzt oder wenn zum Beispiel ein Kürbisspetter runterrankt, dass dann Schnecken ins Hochbeet gelangen, aber über diese Rostoberfläche, da gehen keine Schnecken drüber. Ja, und ihr seht es jetzt auch schon, der Aufbau ist ziemlich einfach. Wir müssen erstmal nur die Schrauben festdrehen und dann haben wir das Grundgerüst vom Hochbeet eigentlich schon fast stehen. Der Preis von dem Hochbeet Optimus von Garten Online, was ich mir jetzt besorgt habe, in der Größe 200 x 75 cm, da liegt der Preis bei 535,20 €. Das ist der aktuelle, ja, Preis, Verkaufspreis. Gibt es in verschiedenen Größen das Hochbeet? Ich habe mir das mal aufgeschrieben hier. Das gibt es in 75 x 75 cm, also als einfacher Blockkasten. Ja, dann gibt es das Hochbeet aber auch in großen Größen. 240 cm mal 100 cm, 240 cm mal 120 cm. Da ist also sicher für jeden was dabei. Ja, dann kommen wir zur Hochbeetbefüllung und die mache ich erstmal ganz klassisch. Wir haben ganz viel Heckenschnitt und dünne Äste, die werden jetzt erstmal unten als Grundfüllung reingesetzt. Die sind sehr, sehr lange haltbar und sorgen auch dafür, wenn man die gut verdichtet, dass erst sehr spät das Hochbeet absackt. In der ersten Saison, wir haben es jetzt so gemacht, wird es sehr, sehr wenig absacken, da wir wirklich sehr oft immer wieder verdichtet haben. Ihr seht es hier von außen, mit einer Schraube wird innen drin eine Kette gespannt, und zwar eine Versteifungskette. Das ist wichtig, damit durch das ganze Gewicht in dem Hochbeet nicht die Wände nach außen gedrückt werden. Wir haben aber die Erfahrung jetzt beim Aufbau gemacht, dass es sinnvoller ist, erst das grobe Zeug wie Heckenschnitt, Äste und sowas ohne als Grundfüllung reinzutun und dann die letzte Schraube für die Versteifungskette festzudrehen. Denn ihr seht das hier, wenn wir die Kette vorher drin gehabt hätten, hätten wir darunter nicht noch lange Äste bekommen. Die wären dann auf der Kette gelandet und nicht darunter. Und deswegen kommt die Kette jetzt erst im Nachhinein da rein. Die Kette ist zum Spannen, damit die Seitenteile sich nicht auseinanderdrehen. Und sehr, sehr wichtig, die sollte auf jeden Fall nicht vergessen werden. Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Rasenschnitt. Der kommt dann so als nächste Schicht auf das Hochbeet drauf. Es gibt noch viele, viele weitere Sachen, die ins Hochbeet können. Eigentlich könnt ihr alles, was hier an Grünschnitt, Gartenabfälle und so weiter habt, könnt ihr in ein Hochbeet packen zur Befüllung. Die oberste Schicht, da solltet ihr schon ganz genau aufpassen. Da zeige ich euch gleich, was wir oben machen. Denn oben, da ist wirklich ja der Nährboden für die Pflanze. Da wurzeln die Pflanzen durch. Das heißt, es sollte nicht zu dicht sein, ein bisschen locker. Und nach kommt jetzt bei uns immer gröberer Kompost.
Seht das hier, da sind jetzt links unten noch Blätter drin, hinten weiter sind noch gröbere Gehölzer. Das ist alles aber noch nicht so wichtig, das wird auch noch eine Weile absacken. Wichtig ist, dass ihr könnt theoretisch auch bis 80% vom Hochbeet mit Heckenschnitt auffüllen. So viel hatten wir jetzt leider nicht, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht. Denn das wird mit der Zeit noch ein wenig absacken, sodass es bis auf die Hälfte ist. Und wichtig ist einfach, dass ihr oben einen sehr guten Nährboden für die Pflanze habt, der nicht zu fest ist, damit die Pflanzen da auch gut durchwurzeln können. Was wir in das Hochbeet pflanzen, das verrate ich euch später im Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Nach der Befüllung kommt jetzt gleich auch noch die Bepflanzung. Des Weiteren werden wir das Hochbeet jetzt auch in der gesamten Saison weiter, ja, beobachten, weiter filmen und ihr werdet es auch immer mal wieder in Gartenrundgängen sehen. Das steht jetzt nicht bei uns im Tierheimgarten, sondern bei uns zu Hause und dort baut meine Schwester zum Beispiel ein paar Erdbeeren mit drin an. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber was da jetzt gleich alles reinkommt, das seht ihr dann. Ja, wir sind oben angelangt im Hochbeet mit der Befüllung und die Erde wird immer feiner und krümeliger. Wenn da jetzt noch so ein bisschen, wie hier jetzt auch, Rasenreste drin sind, das ist kein Problem, die werden sich sehr schnell zersetzen zwischen der Erde. Wichtig ist, jetzt kommt ja gleich noch unsere oberste Schicht drauf, dass dann wirklich ganz oben die feine Erde ist. Sieht optisch natürlich auch ein bisschen besser aus, wenn oben sehr, sehr feine Erde ist, sehr schwarze Erde, sieht das optisch natürlich noch ansprechender aus. Aber falls da auch in der obersten Schicht noch Reste drin sind, ist das überhaupt kein Problem. Was man hier auf den Aufnahmen nicht sieht, das habe ich vergessen zu filmen. Wir haben noch von Floragard eine Erde Grow Mix mit eingearbeitet. Und zwar ungefähr auf Wurzelhöhe der Pflanzen, wenn man zum Beispiel eine Paprika topft. Das ist ganz wichtig, denn die Erde Grow Mix von Floragard hat noch ein paar wichtige Bestandteile, die für die Wurzelbildung und für die Lockerheit wichtig sind. Zum Beispiel ist der Perlite drin, das weiße, krümelige Vulkangestein. Kennt ihr vielleicht, sieht aus in Erde immer wie so eine kleine Styropor. Ja, und diese weißen kleinen Kügelchen, die sorgen dann für eine gute Luftzirkulation. Die weißen Kügelchen, das ist hier kein Perlite, das ist bereits der erste Dünger, den wir jetzt oben mit einarbeiten. Hier haben wir jetzt noch ein paar Jungpflanzen übergehabt, die kommen da rein. Gepflanzt haben wir das Ganze schon vor ungefähr einem Monat, Ende Mai. Jetzt kommt das Video ja erst Ende Juni online, aber das Hochbeet ist schon seit einem Monat im Wachstum und bald werdet ihr dann auch schon die nächste Folge von dem Hochbeet sehen, wie sich das Ganze darin entwickelt. Denn wir wollen natürlich auch mal herausfinden, in so einem 200 x 75 cm Edelrost-Hochbeet, was kann man in so einem Hochbeet ernten. Deswegen, wir haben es wirklich sehr vollgepackt, auch Kürbisse. Zucchini jetzt zum Beispiel nicht, aber auch eine Paprika. Hier seht ihr Erdbeeren. Wir wollen probieren, sehr viel aus diesem Hochbeet rauszuholen. Und was man in einer Saison so aus einem Hochbeet rausholen kann, ist sicherlich auch für einige Hobbygärtner interessant, die nicht so viel Platz haben und auf der Terrasse vielleicht so ein kleines Edelrost-Hochbeet aufstellen wollen. Das hier ist natürlich die Paprika Kira. Davon brauchte ich auch unbedingt eine Paprika im Hochbeet. Dahinter, da seht ihr noch einen Kürbis, der kann außerhalb runterranken. Wir haben auch noch zwei Melonen an die Ecken gesetzt. Außerhalb vom Hochbeet, da könnt ihr nämlich wirklich sehr viele, ja, große Pflanzen auch setzen. Denn die Kürbisse, die haben gar nicht so große Wurzeln, die brauchen in der Erde nicht viel Platz und runterranken und Blattmasse bilden. Das können die auch davor. Ich habe die Möglichkeit, dass das Hochbeet so steht, dass wir davor noch Wiese haben. Deshalb kann so ein Kürbis dann auch noch 2, 3 Meter von dem Hochbeet wegranken. Das sieht dann auch sehr, sehr cool aus, als wenn man nur so kleine Erdbeerpflanzen in dem Hochbeet drin hat. Ich bin mal gespannt. Mittlerweile wächst es schon sehr gut und euch werde ich das Hochbeet dann in einem der nächsten Videos wieder zeigen. Hier kommen jetzt auch noch Gemüsezwiebeln rein. Die hatten wir dann noch spontan vorgezogen, als wir wussten, dass das Hochbeet geliefert wird. Denn Zwiebeln gehören natürlich auch in so einen Garten. Und da wir das Hochbeet bei uns haben, haben wir jetzt hier viele Kleinigkeiten, ja, reingesetzt, die wir auch gerne dann zu Hause direkt verarbeiten wollen. Zwiebeln kann man immer gebrauchen, Erdbeeren super im Garten, wenn wir zum Beispiel am Pool sitzen und mal eine Erdbeere snacken wollen. Meine Paprika Kira muss natürlich dabei sein und auch so ein Kürbis, der kann natürlich nicht schaden. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zu Garten Online, dort gibt es das Hochbeet, da habe ich mir das bestellt. Wenn euch das Hochbeet und das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.